Heute ist Freitag, der 25.10.2019. An diesem Wochenende wird in Iserlohn die Schillerplatzbrücke vor dem Rathaus abgerissen. Das kann man im Internet auf drei Webcams verfolgen, aus drei verschiedenen Positionen. Die Bilder werden alle 15 Sekunden aktualisiert. Aber man kann es natürlich auch live verfolgen, indem man sich einfach dorthin begibt. Und das werde ich jetzt machen.
Warum sind hier so viele Bagger gleichzeitig im Einsatz, kann man sich jetzt natürlich fragen. Und das freitags abends um gleich 18 Uhr. Die Antwort ist einfach. Die Straße ist ja komplett gesperrt. Und der Theodor-Heuss-Ring ist eine der Hauptverkehrsstraßen in Iserlohn. Die soll natürlich so schnell wie möglich wieder freigegeben werden. Und deshalb ist das hier eine absolute Stressbaustelle, die schnell fertig werden muss.